Hallo ihr Lieben, zurück zur neuen Folge von Ostwind, hier auf Gut Kaltenbach. Wir haben jetzt eine neue Aufgabe von Tinker und ich hatte mir überlegt, dass heute vielleicht eine Doppelfolge kommt. Und dass heute Abend nochmal eine kommt, dann kümmern wir uns komplett ums Ausreiten, dass wir mal die Welt erkunden rund um Gut Kaltenbach und vielleicht auch Objekte finden oder die Schnitzereien von Herrn Kahn. Mal gucken. Kümmern wir uns aber erstmal um Tinker. Hallo Mika, ich finde es super, dass du wieder hier bist. Ich freue mich auch. Hast du vielleicht Sam gesehen? Ich wollte ihn eigentlich begrüßen. Nein, ich weiß auch nicht, wo er steckt. Aber wenn er die Stelle nicht ausgemistet hat, bevor Frau Kaltenbach zurück ist, dann bekommt er echt Probleme. Hast du eine Ahnung, wo er sein könnte? Er ist vorher mit seinem Traktor losgefahren. Vielleicht hat er irgendwo ein Nickerchen gemacht. Okay, dann nehme ich jetzt Ostwind und mache mich mal auf die Suche nach der Schlafmütze. Wo ist Sam? Genau. Ich habe dir Sams Lieblingsplatz markiert. Dort müsstest du ihn irgendwo finden. Hoffentlich. Ja, nehme ich an. Wir finden Sam schon. Mal gucken, wo er abgeblieben ist. Beim Suchen müssen wir alle Objekte finden, die in dem markierten Gebiet versteckt sind. Das Suchgebiet wird sowohl auf der Landkarte als auch in der Spielwelt angezeigt. So. Mal gucken, wo Sam abgeblieben ist. Wir müssen hier an dem markierten Gebiet bleiben. Wir müssen ganz nah dran sein. Ging ja schnell. Ja. Und ich habe Ostwind verbuggt. Arme Pferd. Da oben ist ein Traktor. Das war knapp. Sam war noch rechtzeitig zurück und Frau Kaltenbach hat nichts gemerkt. Das ist gut. Haben wir Sam auch gefunden? Oh, Ostwind hat Stufe 3. Stufe 2. Entschuldigung. Stufe 2 sind wir erst. Ostwind hat sich dank dir verbessert. Verteile die erhaltenen Fähigkeitspunkte auf einen von Ostwinds Fähigkeiten. Ostwind hat 4 Fähigkeiten, die seine Leistung beeinflussen. Geschwindigkeit, Ausdauer, Beweglichkeit und Widerstandsfähigkeit. Wenn wir schneller reiten wollen, sollten wir Geschwindigkeit steigern. Und Ausdauer, wenn wir länger spinden wollen. Um engere Kurven zu reiten, sollten wir Beweglichkeit steigern. Widerstandsfähigkeit sorgt dafür, dass Ostwind nicht so schnell müde wird. Wie viele Fähigkeitspunkte wir verteilen können, wird uns unten rechts angezeigt. Um einen Fähigkeitspunkt zu verteilen, können wir das Plus-Symbol neben der Fähigkeit aktivieren. Wenn wir mit unserer Wahl nicht zufrieden sind, können wir den Punkt wieder entfernen, indem wir das Minus-Symbol aktivieren. Keine Sorge, wir können keine falsche Wahl treffen. Jede von Ostwinds Fähigkeiten verbessert unser Reiten. Wir können also ganz nach unseren persönlichen Vorlieben wählen. Wir nehmen mal... Geschwindigkeit könnte ja nicht schaden, oder Ausdauer. Wir nehmen mal Geschwindigkeit. Zum See. Na gut, machen wir das mal. Die Strecke führt von der Koppel zum See und zurück. Kannst du mit Ostwind deine damalige Bestzeit schlagen? Ach, bestimmt. Hoffen wir jetzt mal. In Geisterrennen sehen wir unseren eigenen Geist gegen uns reiten. Unsere beste Zeit wird gespeichert und wir können sie immer wieder verbessern. Okay, ist ein Geisterrennen. Perfekt. Wir müssen schneller als unser Geist sein. Ostwinds Ausdauer ist mal wieder erschöpft. Huch! Da war eine Bank. Im Weg.
So. Wenn eng kommt, ein bisschen aufpassen. Dass wir immer überall gegenrennen, das arme Pferd. Wir sind ja richtig flott unterwegs hier. Da hinten lang. Nicht schlecht. Ihr zwei seid noch ein ganzes Stück schneller geworden. Du kannst ab jetzt immer wieder gegen deine Bestzeit antreten und sie weiter verbessern. Was hast du denn gedacht? Wir sind flink. Ich habe eine Aufgabe bei Herrn Kahn und bei Sam. Sam haben wir ja letztens, also vorher nicht letztens, sondern vorhin war es ja schon gesucht. Vielleicht wäre es dann besser, wenn wir auch erstmal mit ihm reden, oder? Ja, komm. Wir machen erstmal mit Sam. Erinnerst du dich noch daran, wie du mit Ostwind für die Kaltenbach Classics trainiert hast? Na klar, das war ganz schön ätzend. Zum Glück hat dein Großvater das Training extra auf uns zugeschnitten. Ja, er hat halt damals schon gespürt, dass ihr beide so gar nichts mit Turnierreiten am Hut habt. Ach, stimmt. Aber wir haben es ja trotzdem gut hingekriegt. Ich glaube, ich werde mit Ostwind mal wieder ein bisschen springen üben. Mein Großvater hat bestimmt noch die alten Übungshindernisse rumliegen. Perfekt, dann bis später. Sprungtraining. Ja. Ich habe die Trainingssprünge von damals wieder auf Vordermann gebracht und sie im Gelände verteilt. Versuch dich mal daran. Machen wir doch glatt. Okay. Weiter so, Ostwind. Das war nur ein normaler Sprung. Das war perfekt da. Guck mal an. Ja. Da haben wir uns ein bisschen verritten. Aber zum Glück kann Ostwind ja auch rückwärts gehen. Das ist dann gar nicht mal so schlecht. Wow. Hier einmal um die Ecke. Geschafft. Der Hammer. Du und Ostwind seid wirklich ein gutes Team. Kein bisschen eingerostet. Ach Sam, das weißt du doch. Bonusaufgabe haben wir jetzt. Machen wir erstmal einen Kahn. Mika, du kommst gerade vom See zurück, oder? Stimmt, Meister, da ist es echt schön. Warum fragen Sie? Nun ja, ich habe da neue Aufgaben für dich. Cool, ich bin ganz Ohr. Ich habe dich mit deinem Handy herumspielen sehen. Warum machst du damit nicht ein paar schöne Fotos? Naja, der Empfang ist hier draußen so schlecht, dass ich mit dem Teil eh nichts anderes anfangen kann. Es gibt so viele tolle Motive in der Gegend. Ich werde dir grobe Hinweise geben und du musst das Motiv dann finden und fotografieren. Wenn du das Motiv gefunden hast, musst du stehen bleiben, um ein Foto machen zu können. Jedes erfolgreiche Foto kommt dann in dein Fotobuch, wo du es immer wieder ansehen kannst. Bist du bereit für das erste Motiv? Allzeit bereit, Meister. Ja genau, die Fotoaufgabe. Ich habe auch im Internet gelesen, dass viele damit Probleme hatten, das Motiv zu fotografieren. Da müsst ihr an den Einstellungen was ändern. Wenn ihr Fensteraufnahme habt, funktioniert es, glaube ich, nicht, soweit ich das mitbekommen habe. Müsst schon das Spiel im Vollbildmodus haben. Aber das zeige ich euch gleich nochmal.
Der Fluss, der durch das abgeholzte Gebiet fließt, erzeugt an einem Wasserfall einen beeindruckenden Regenbogen. Du siehst ihn aber nur von einer Seite. Fotografiere den Regenbogen. Ich habe nicht gelesen, dass viele damit Probleme hatten mit dem Fotografieren des Regenbogens oder auch die anderen Motive. Ja, warte mal, wo müssen wir denn jetzt hin? Ich gucke mal gerade auf die... Wir müssen zu den Rodungen. Reit jetzt erstmal Richtung, ja, geradeaus. Zu dem Regenbogen hin. Ich hoffe mal, dass wir jetzt hier richtig sind. Guck noch mal ganz kurz. Ja. Geht die richtige Richtung. Da hinten ist der Regenbogen. Wo ist jetzt? Halt! Genau hier. So. Als das meiste im Internet. Das ist wirklich ein schönes Foto geworden, Mika. Du kannst dir deine Bilder jederzeit in deinem Fotobuch ansehen. Also ihr müsst auf jeden Fall in Einstellungen auf Vollbildmodus wechseln. Nicht Fenstermodus verwenden. Dann funktioniert das nicht. Maria Kaltenbach und die Bonusaufgabe haben wir. Machen wir erstmal die Bonusaufgabe, oder? Würde ich sagen. Ja. Mittlerweile solltest du die Gegend um Gut Kaltenbach in- und auswendig kennen. Kannst du den schnellsten Weg zwischen den beiden markierten Punkten finden? Wir hoffen's doch. Ui, dann müssen wir ganz schön weit. Hier sind Kühe auf der Weide. Holla. Gucken, dass wir uns hier nicht irgendwie verreiten. Ach, es geht auf Zeit. Der Weg ist ganz schön weit. Wie ich sehe. Aber schaffen wir auch locker. Reiten wir hier lang. Mal gucken, ob hier gleich eine Abbiegung ist.
Genau. Das war mal wieder ein perfekter Sprung. Ich hoffe, dass wir jetzt hier richtig sind. Ja, ja, sieht gut aus. Das war wirklich sehr schnell, Mika. Aber schließlich ist das ja auch mittlerweile dein zweites Zuhause. Ja, natürlich. So, jetzt müssen wir uns erstmal um Ostwind kümmern, vielleicht ein bisschen mit ihm spielen auf der Koppel. Das machen wir noch in dieser Folge. Dass es nicht zu weit sinkt. Wir spielen ein bisschen mit ihm. Ostwind! Komm her, Ostwind! Das bringt richtig viel das Spielen. Lauf! Na komm schon, Ostwind. Ich hab dich lieb, yeah, Ostwind. Ja. Na los, ihr zwei. Stürzt euch in neue Abenteuer. Ja, Tinker, machen wir doch. Sollen wir noch eine Aufgabe machen, oder? Wir sollten Maria nicht so lange warten lassen. Sie wird immer sehr leicht stinkig. Oder wir machen das Sprungtraining noch in dieser Folge schnell. Dieses Mal habe ich es ein bisschen schwerer für euch gemacht. Mehr Hindernisse und kürzere Abstände. Weil ich liebe immer so das Springen, so Spiel. Da haben wir nochmal Sprungtraining. Das schaffen wir vielleicht noch. Heute Mittag kommt denn. Oder auf dem Abend kommt dann so eine Ausreitfolge. Ich will nur mal die Stadt erkunden. Die Stadt. Das Gut erkunden. So rum. Ja? Hier rum. Das war jetzt nur ein normaler Sprung. Gut, dass wir im grünen Bereich abspringen. Genau. Macht Ostwind bestimmt auch sehr viel Spaß. Ja, Mika. Hetz ihn doch nicht so. Hier lang? Halt! Falsch! Da hinten müssen wir noch lang.
Aber ich finde, das Spiel ist sehr entspannt. Gut gemacht. Du und Ostwind werdet immer mehr zu einer Einheit. Ich bin stolz auf euch. So, dann haben wir das auch gemacht. Dann machen wir heute... Ja. Können wir uns dann mal um... 9. Oh! Stufe 3. Okay. Dann gehen wir jetzt mal auf Ausdauer. Genau, und heute Mittag gehen wir dann eine Ausreitfolge machen. Können wir mal gucken, ob wir neue Gegenstände finden. Sehenswürdigkeiten. Schnitzereien von Herr Kahn. Dann, ja, gucken wir mal. Und bis dahin, macht euch noch einen schönen Tag. Tschüss.